Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Phoning Home. Erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank an die Entwickler dieses Spiels, die mir den Key zur Verfügung gestellt haben, damit ich dieses Spiel schon vorher spielen kann. Das Spiel erscheint am 7. Februar auf Steam. Wie teuer es sein wird, weiß ich nicht, kann ich leider nichts zu sagen. Ich darf euch auch leider nur bis zum Release 90 Minuten nur von diesem Game zeigen, heißt 6 Folgen. Ob wir die 6 Folgen voll machen, wer weiß, kann ich nicht viel zu sagen. Was ich aber zu diesem Spiel sagen will, es ist sehr interessant, also wirklich sehr interessant. Ich habe es angespielt, eine Stunde habe ich schon gespielt, es ist sehr cool. Was kann man zu dem Game sagen? Ja, es ist ein Survival-Game in Art eines Roboters. Man spielt einen kleinen Roboter, der sieht ein bisschen aus wie Wall-E. Wer den Disney-Film kennt von Wall-E, weiß Bescheid. Wer nicht, der sieht es jetzt gleich im Spiel. Also bis jetzt Bombe. Sehr interessant, das Game. Ich will euch das Ganze jetzt erstmal zeigen. Es wäre sehr schön von euch, wenn ihr mehr von diesem Game sehen wollt, das mal mit einem Like zu zeigen, vielleicht mal eure Eindrücke davon auch in die Kommentare zu ballern. Ihr wisst Bescheid. Auch wenn ihr auch schon von diesem Spiel gehört habt, schreibt es auch mal in die Kommentare. Ich bedanke mich noch ganz nochmal sehr, sehr lieben Dank an die Entwickler, die mir das Spiel zur Verfügung gestellt haben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, es gefällt euch. Wir starten mit einem kleinen Video. Ion, wir unterliegen gerade unkontrollierbaren Gravitationskräften. Dies ist keine Simulation. Ich wiederhole, keine Simulation. Treibstoffreserven gemäß Protokoll geleert. Wir gehen runter, halte ich fest. Keine Landung aus dem Lehrbuch. Wir haben die Schwerkraft des Planeten offenbar falsch kalkuliert. Onboard-Module werden geprüft. Triebwerke defekt. Langwellentransmitter defekt. Hülle zerstört. Überprüfe mobile Einheit. Ion, bewaffne dich und versuche auf den Felsen gegenüberzukommen. Ja, ihr habt's gesehen. Wir sind abgestürzt, wir sind auch nur dieser kleine Roboter und ja, wir schauen jetzt mal, was passiert. Wir sollen jetzt auf den Hügel gegenüber gehen. Ich denke, er meint den da. Und dann schauen wir mal. Wir können mit dir lernen. Test mobile Einheit, check. Ein Funke Hoffnung. Dennoch, du bist nur Trainee auf einem unbekannten Planeten. Okay, das ist besser als nichts. Ja, wir sind hier auf einem Planeten jetzt notgelandet, weil wir abgestürzt sind. Wir müssen uns jetzt halt Ressourcen schnappen, aufbauen, so wie der Titel schon sagt, Phoning Home. Wir sollen also unseren Heimatplaneten anfunken, so dass wir hier abgeholt werden und gerettet werden. So, schauen wir mal. Schau dir das an. Das nennen sie also scheußlich. Sei vorsichtig. Dino! Okay. Dann schauen wir mal, was auf uns wartet. So. Wir erkunden uns jetzt hier erstmal ein bisschen hier die Welt. Wie ihr seht, abgestürzt, alles voller Feuer. Das Feuer macht. Du hast fast keinen Treibstoff mehr. Schau nach Pilzen und Blumen. Ja, das Feuer macht uns Schaden, also es verbrennt uns. Unten links seht ihr diese 100%, das ist unsere Energie. Und rechts, das Gelbe, ist unser Treibstoff, also unsere Düsen, dieses Gelbe. Und das Orangene über dem Gelben, in den kleineren, wo wir jetzt gerade nur zwei kleine Balken von haben, das ist unser Treibstoff. Das Blaue links daneben, das ist unsere Energie, unsere Batterie,
Wenn die leer ist, können wir uns nicht mehr bewegen. Aber gut, weiter geht's. So, wir sollen uns jetzt Blumen und sowas sammeln. Scan kategorisiert Mytox. Erster Teil des Treibstoffrezepts. Jetzt schau nach Keimlingen. So, mit E können wir die ganzen Sachen hier aufheben. Auf deinem Kompass bemerkt? Ja. Sobald eine Ressource gescannt wurde, zeigt der Kompass auf ähnliche Signaturen. Aber Vielfalt ist der Schlüssel zum Lernen. Finde also auch noch andere Rohstoffe. Ja, also wenn wir jetzt einen Rohstoff, wie zum Beispiel hier die Pilze, absammeln, wie der gute Mann uns hier gerade schon erzählt hat, unser Raumschiff ist es wohl, wird es oben auf der Karte angezeigt. Ja, wir haben jetzt die Pilze und jetzt sollen wir noch Keimlinge, hat er jetzt, glaube ich, gerade gesagt, ich habe jetzt nicht ganz zugehört. Die Keimlinge sollen wir jetzt auf jeden Fall suchen und das werden wir jetzt tun, damit wir unseren Treibstoff wieder erhöhen können, damit wir fliegen können und so singe und so fort. Ob das Spiel noch einen Multiplayer bekommt, kann ich nicht sagen. Keimlinge. Teil 2 des Treibstoffrezepts. Öffne das Inventar und fertige dir Treibstoff. Ja. Ob da jetzt noch ein Multiplayer kommt, Koop-Modus, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ob es allein ein Singleplayer-Spiel bleibt, weiß ich auch nicht. Es kommt am 7. Februar raus, da weiß man mehr, vielleicht kommt noch ein Update und so weiter und so fort. Ihr kennt das Schauspiel ja. So, wir sollen uns Treibstoff herstellen. Jetzt haben wir hier oben, können wir jetzt gerade nichts auswählen, diesen Treibstoff. Wir haben diesen Keimling und wir haben diese Pilze gerade gesammelt. Und hier auf diesem Symbol können wir das jetzt herstellen, indem wir Treibstoff herstellen. Treibstoff gespeichert zu haben. Und so. Versuche auch noch andere Ressourcen zu finden, während ich meine Analyse beende. Okay. Achte auf alles, was irgendwie hervorsticht. Okay. Ja, und wenn wir jetzt hier mit Linksklick, genau, zum Benutzen, sehen wir jetzt gleich unten links, zack, wie sich unser Treibstoff auffüllt. Das können wir natürlich jetzt nochmal einen herstellen. Energie durch einen Kurzschluss eiern. Wir brauchen Platinenreiniger, um meine Schaltkreise zu reinigen. Okay. Schau ins Inventar. Sammle die nötigen Rohstoffe und stelle mir Platinenreiniger her. Okay. Wir müssen nach Hause telefonieren. Ja, jetzt haben wir hier oben Platinenreiniger gelernt. Jetzt können wir hier oben halt unsere Rezepte weiter dingen. So, wir brauchen wieder diese Pilze, Wurzeln und Photoniken. Okay. Ja, die sollen wir jetzt auf jeden Fall suchen auf diesem Planeten. Und das werden wir dann jetzt wohl auch mal machen. Ich finde das auch sehr schön, wie das Wasser jetzt hier so vom Bildschirm runterläuft. Ist sehr gut gemacht. Die Grafik ist sehr schön. Was uns jetzt alles so erwartet, weiß ich nicht. Ich habe nicht die Story gespielt. Ich habe nur so ein bisschen rumgeguckt. Wie ist die Grafik? Wie ist hier? Wie ist das? Und habe natürlich schon den Platinenreiniger hergestellt. Aber allzu viel habe ich jetzt auch nicht gemacht. Ich wollte mich da jetzt auch nicht so sehr spoilern lassen. Ich wollte das ganz gerne mit euch schauen. Also wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es bitte in die Kommentare. Einen netten Kommentar wie, oh ja, bitte mehr oder wie auch immer. Reicht vollkommen aus. Der Regen fällt aus sehr kleinen Wolken. Als würde der Planet sie leer saugen. Seltsam. Scan kategorisiert Photoniken. Das ist seltsam, aber gut für uns. Okay. Jetzt brauchen wir Wurzeln. Wurzeln bekommen wir aus Baumstämme. Ich weiß nicht, ob wir nachher, also mit Schiff können wir auch noch so sprinten, so schneller fahren. Dadurch geht unsere Batterie aber schneller leer. Aber schon wieder, können wir wieder Treibstoff herstellen. Suchen wir mal die Wurzeln, meine lieben Freunde. Nur wo? Da vorne ist ein... Oh. Dich nehmen wir mit. Zip. Und dich auch. Also, man braucht hier sehr viele Rohstoffe. Wir müssen irgendwie schaffen, nachher auch unser Schiff wieder aufzubauen, zu reparieren. Dafür machen wir jetzt gerade das erste Teil, hier halt den Platinenreiniger, um die Sicherung des Schiffs wieder zu reparieren. Aber das wurde ja schon gesagt und sehen wir jetzt gleich auch, wenn ich mal soweit bin hier. Oh, kann ich doch nicht? Doch, jetzt. Aber noch ein kleiner Bug.
Yeah. Sie enthalten natürliche Säuren, die wir für Platinenreiniger und Rostschutz brauchen. Okay. Wurzeln sind ekelhaft. Pflanzen fressen sich damit ins Erdreich und saugen es aus. Aha. Nebenbei, beim Check deiner Subsysteme blieb deine Speichererweiterung ohne Rückmeldung. Momentan kannst du nur eine begrenzte Anzahl Ressourcen speichern. Vielleicht können wir das später beheben. So, wir können den Platinenreiniger schon herstellen, sehe ich gerade. Aber die Wurzeln nehmen wir noch mit. Und ja, ich würde... Oh, das da hinten nehmen wir auch noch mit. Dann würde ich erstmal sagen, gehen wir zurück zum Raumschiff, stellen den Platinenreiniger her und schauen, was dann passiert. So, auf jeden Fall das alles, was wir sehen, nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Zum Beispiel hier die... Oh ne, das kann ich nicht, aber das kann ich. Wurzeln. So. Auf geht's zurück. Muss ich nur mal schauen. Was Leuchte sind. Oh. Was ist das denn? Scan kategorisiert Kristall. Seine Reinheit ist ausreichend für alle Arten von Datentransmissionen. Okay. Ach, das war der falsche Stein. Oh! Die Hitze macht uns auch schon Schaden. Okay. Jetzt muss ich hier hoch wiederkommen. Hopp. Das haben wir ja gut geschafft. Gehen wir mal hier in unser kleines Raumschiffchen zurück. So. Ja, was jetzt passiert, wenn wir die Platine einsetzen, jetzt weiß ich es auch nicht mehr, weil, ja, ja, ich habe ja nur kurz angetestet. Wir machen erstmal den Platinenreiniger, stellen wir her. Jetzt benutze den Platinenreiniger, um einen Kurzschluss zu beseitigen. Kurzschluss. Wir müssen W1-Meldung erstatten. Hier kommt Funken raus, vielleicht ist es ja hier. Ah, da ja. Okay, danke, Alter. Starte System 9. Okay. Sieht so aus, als wäre mein Langwellenmodul irreparabel beschädigt. Okay. Wir benötigen also dein Backup-System. Es gibt da einen kleinen Hügel im Nordwesten. Nordwesten. Ich habe einen Wegmarker auf den Kompass gesetzt. Folge ihm. Okay. Ach da, das gelbe Ding da oben. Alles klar. Dann schauen wir mal, ne? So. Immer ein Thema in den Ressourcendiskussionen auf P1. Brauchen wir diese teuren Backup-Systeme? Ja, wir brauchen sie. Ohne deinen Langwellentransmitter wären wir jetzt verloren. Ich glaube hier hoch, ne? Komm schon. No. Der Bordeinheit zu helfen ist ein Höhepunkt in der Karriere jeder jungen Explorer-Einheit. Ich komme da nicht hoch. Ne. Nein. Das gab Damage. Achte auf deine strukturelle Integrität. Vermeide Hitze, aggressive Lebewesen und Stürze aus großer Höhe. Okay. Du kannst strukturelle Integrität mit Reparaturkits oder Platinenreiniger erhöhen. Okay. Freigeschaltet Reparaturkit. Ach hier. Was braucht man dafür? Ein extrem stabiles Metall. Okay. Okay. Fahren wir mal hier den Berg hoch. Müssen wir ja auch hin, so wie ich das gerade hier sehe. Ja. Tun wir mal ein bisschen sprinten hier, ein bisschen die Batterie in Anspruch nehmen, wa? Die ganze Zeit. Dann mal los. Initialisiere Notfallsequenz. Achso, hier schon. Oh, Video.
fehlgeschlagen. P1 außer Reichweite. Oh. War ja irgendwie klar, wäre ja zu einfach, wenn es sofort gehen würde, ne? Okay. Ein erheblicher Rückschlag. Unsere Chance auf Rückkehr liegt nur noch bei 2,22%. Das ist nicht viel. Wir brauchen mehr Energie auf unserer Funkeinheit. Lass mich die Analyse beenden. Mach mal. Zwischenzeitlich schadet es nicht, weitere und auch andere Rohstoffe zu sammeln. Hatte ich gerade vor. Ich wollte hier noch ein paar Wurzeln und so, ne? Können wir alles gebrauchen. Irgendwie habe ich hier Angst hier auf das freie Feld. Nicht, dass wir... Oh, was war denn da? Nicht, dass wir gleich angegriffen werden oder so. Da hinten ist irgendwas Schwarzes. Seht ihr das da oben vorne links? Sollen wir auf jeden Fall mal schauen. Oh, wir sind durch. Scan kategorisiert Kreonoblon. Okay. Ein Gas, das zum Existieren normalerweise extremen Druck benötigt. Kreonoblon und Photoniken außerhalb eines Labors. Das sind echte Nachrichten für P1. Wir müssen uns melden. Okay. Naja gut, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, das Liken nicht vergessen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Man sieht sich.